Hallo, hallo und herzlich willkommen zum 20. Flimmerkiste-Podcast. Hier immer wieder mit Jens Euhus. Moinsen. Und Lars Weidemann. Moin. Und ich bin wie immer euer Michael Jags. Name hat sich nicht verändert seit letztem Mal. Nee, tatsächlich noch nicht. weiß ich nicht. Wollen wir direkt drüber reden, was so in letzter Zeit geguckt wurde bei uns? Oder wollen wir noch ein bisschen uns austauschen über irgendwas? Ich meine, es ist ja aktuell. Nö. Nö, ne? Keine Ahnung. Vielleicht, ich kann vielleicht kurz mal einen raushauen, zu was auch thematisch passend ist. Und zwar, ich habe das Disney Plus Probeabo abgeschlossen. Das was ist ja jetzt in Deutschland auch rausgekommen. Und ja. Ich muss sagen, ich glaube, es wird bei diesem Probeabo bleiben. Bist du nicht so begeistert? Also, das ist das Angebot ist gut. Es sind halt alle Disney-Filme im Endeffekt da, die man sich so wünschen könnte. Das ist, ich sag mal, das hält, was es verspricht. Aber es gibt zum Beispiel ein Tab, das ist, sind quasi Originalfilme und Serien, die jetzt quasi exklusiv nur auf Disney Plus draußen sind. Und das Angebot ist extrem mager. Das sind irgendwie 8 Serien oder sowas. Davon ist im Endeffekt, sind sag mal, 2 interessant. Und Mandalorian habe ich vorher schon gesehen, von daher fällt das im Endeffekt auch weg. Dann sind es eine Handvoll Filme, ein paar Kurzfilme. Es ist aber wirklich, also es ist ein sehr mageres Angebot an sag mal, neuem Content, der jetzt mit Disney Plus kommt. Und im Vergleich zum amerikanischen Abo ist die große Enttäuschung im Endeffekt, dass das National Geographic-Programm super klein ist. Das sind wirklich eine Handvoll Dokus, die im Endeffekt da drin dabei sind und das war's. Ganz wichtig, sind die Krabbenfischer bzw. Gold Rush dabei? Nee. Ja, okay, dann. Ich meine nicht, warte mal, ich kann es ja mal nebenbei mal kurz nochmal nachgucken. Ja, also National Geographic. Ach so, ja. Das ist hier bei uns ist das D-Max und da gehört das alles zu diesem National Geographic-Programm. Ja, okay. Einerseits die ganzen Tierdokus, wo einfach hier, wie heißt er noch, der mit der entspannten Stimme da die ganze Zeit über alles rüber. David Attenborough. Genau, und dann haben sie diese gemachten Dokus, also diese Berlin Tag und Nacht Dokus wie halt Gold Rush und sowas. Weißt du, es sind nicht, es ist nicht komplett gespielt, aber diese. Aber es ist schon Reality TV. Sowas ist da zum Beispiel gar nicht mit dabei. Also ich habe es jetzt gerade mal auf und es sind insgesamt an Doku-Serien sind nur 10 Stück komplett dabei. Und eigentlich, ich meine, da ist eine Doku-Reihe, die werde ich mir gleich auch nochmal angucken, ist über die ganzen National Parks in Amerika. Ja. Das ist schon, glaube ich, echt ganz cool. Ist halt auch recht schön bildgewaltig, sag ich jetzt mal. Aber das war, hier Brain Games, das kennt man auch noch aus Deutschland. Das lief hier, glaube ich, auch mal auf, ich glaube auch auf D-Max. Ja, es ist eigentlich alles auf D-Max, was von National Geographic kommt. Das ist ja auch noch eigentlich echt ganz witzig. Das gab es aber zumindest auch schon auf Netflix. Ich glaube, das gibt es mittlerweile nicht mehr, aber Brain Games war auf jeden Fall auch mal da vorhanden. Aber sonst ist es mager. Es ist wirklich, Tami und ich uns auch echt schnell einig, das wird so eine Sache sein, das schließt man mal ab vor Weihnachten oder so, weil halt wirklich echt viele coole Weihnachtsfilme und so auch mit dabei sind. Und da kriegst du es auch schnell genug wieder so, ne? Genau. Aber das war's. Es ist einfach zu wenig neuer Kram mit dabei, als dass das reizvoll für mich wäre, da ein dauerhaftes Abo davon zu haben. Kann ja natürlich noch kommen. Ja. Die wollen ja die Obi-Wan-Serie, glaube ich, noch machen. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass vielleicht auch mal der ein oder andere Kinofilm dann gleichzeitig auf Disney Plus kommt, um das ein bisschen zu pushen? Ja, ich glaube, das wird nur passieren, wenn Kinos längerfristig noch zu sind. In Amerika gibt es ja sogar schon ein paar von den Pixar-Filmen quasi zeitgleich drauf. Ich habe gestern noch so eine Diskussion gelesen irgendwie. Da hatte sich auch einer darüber beschwert, dass das Disney Plus-Angebot einfach echt zu mager ist. Der kam aber aus Amerika und dann hat auch einer dazu geschrieben, dass die haben ja auch noch Hulu da. Das kriegen wir hier ja gar nicht. Und Hulu gehört auch zu Disney, oder? Genau, ja, aber das Hulu, ist das sind separate Abos. Ja, genau. Das sind separate Abos, aber das ist so ein bisschen die Strategie von denen ist, die haben einerseits Disney Plus, das wirklich komplett PG-13 für die komplette Familie, da kannst du deine Kinder vorsetzen und brauchst keine Angst haben, dass die was Schlechtes gucken. Und dann hast du Hulu, was den ganzen halt Adult-Content hat, also die Sachen für Erwachsenen bestimmt. Wobei bei Disney Plus in Amerika sind auch alle Marvel-Sachen mit dabei. Ja, aber Marvel würde ich jetzt nicht als Adult. Doch, die sind auch hier dabei. Aber jetzt, wenn es darum geht, um quasi Content, der für alle Altersklassen geeignet ist, hier sind schon ein paar Sachen bei, die würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt für ganz kleine Kinder. Ja, aber ich bin ja auf Millis Seite, also so, auch Marvel ist ja noch harmlos. So, ich denke mal, da gibt es auf jeden Fall. Auch eher noch so als, das wäre jetzt nicht schlimm, wenn dein Kind aus Versehen einen Marvel-Film guckt, wenn es noch ein bisschen jung dafür ist und da ist jetzt, da wird viel auf die Fresse gehauen oder so. Und also, das mit der Taktik.
Habe ich nämlich auch schon gehört, dass Hulu mehr dieses Erwachsenenangebot hat. Das Ding, was man in Amerika natürlich noch mit dazu sagen muss, es gibt zwei Preisstufen für Disney. Also es gibt quasi einen so ein Disney Plus, was 14,99, glaube ich, kostet. Und da ist Hulu mit dabei, da ist ESPN, glaube ich, noch mit dabei. Da sind noch quasi alle anderen Dienste, die denen noch gehören, sind da auch mit inklusive. Ja. Ich habe noch nicht besonders viel geguckt. Wir haben den einen Abend mal so ein bisschen durch diese Marvel-Serien, die es sonst nirgendwo anders gibt, geguckt. Da war aber, die haben uns jetzt echt nicht unbedingt umgehauen. Wir haben Agents of S.H.I.E.L.D. nämlich ein bisschen geguckt. Und das ist im Endeffekt, ich sag mal, Marvel CSI. Das ist echt kacke. Das hört sich auch richtig scheiße an. Ist das das, wo die ganzen aus den Serien denn zusammen sind? Das ist Defenders. Das gibt's nur auf Netflix. Ah, okay, ja, das ist die alte Serie. Ne? Agents of S.H.I.E.L.D. ist wirklich, es ist mega billig gemacht. Es ist wirklich CSI mit Marvel. Er da schon auch in der Mitte mit dieser Sonnenbrille aufsteht. Ja, und es gibt so ganz viele kleine Tie-Ins zu den Filmen. Und das ist wahrscheinlich der einzige, sag mal, wenn du so ein Marvel-Superfan bist, dann guckst du das nur deswegen. Weil, weißt du, dann gibt's mal dann kommt hier Samuel Jackson, kommt da mal vorbei. Und das ist so die Charaktere. Aber die Handlung ist so dumm. Und die Schauspieler sind so es ist so wirklich, es ist so richtig, okay. Sind definitive B-Klasse-Schauspieler, die quasi dort benutzt werden. Und auch die Handlungen, das ist quasi alles, sind alles immer nur coole Sprüche aneinandergereiht. Das ist super dämlich. Also so wirklich, wir haben zwei Folgen geguckt und so, nope, also das, ich denke, dabei belassen wir das jetzt. Ich habe gehört, also ein Kumpel von mir ist halt irgendwie bei der Telekom, keine Ahnung, und ich glaube, der hat ein halbes Jahr umsonst gekriegt, Disney Plus. Das ist ja schon wieder cool. Dann kann man das ja echt lange sich angucken. Aber du hast jetzt nur einen Monat, ne, wenn ich das richtig verstanden hatte. Nee, 7 Tage sind das nur. 7 Tage auch nur, okay. Das ist einfach, ja, ich weiß nicht. 7 Tage reichen wahrscheinlich sogar schon, um komplett durchzugucken, ne? Ja, das Ding ist, wir hatten, komplett durchgucken, das ist halt mega viele Sachen, die es da schon aber gibt. Aber was man so gucken will halt, was interessant ist. Ich sag mal so, ich hab's bisher jetzt mal eine Stunde oder sowas insgesamt geguckt. Ich habe ein bisschen Simpsons, ich glaube, eine Folge Simpsons geguckt. Naja gut, und 2 Folgen von dem Ding zusammen mit 3 Stunden insgesamt. Und ich habe jetzt außerhalb von so dieser einen Doku-Serie nichts, was ich unbedingt noch sehen muss. Ich glaube, Tami hat einmal Mary Poppins geguckt. Wie gesagt, es gibt den alten Kram, ne, den du da halt findest. Und wie du schon sagst, zu Weihnachten hin sich das vielleicht holen. Die Familie dann hinsetzen, vielleicht irgendwie König der Löwe gucken oder so. Ja, mehr sehe ich es jetzt aktuell einfach noch nicht so richtig. Ja, aber wir haben ja zumindest noch Netflix und Amazon Prime und da haben wir wahrscheinlich auch doch wieder ein bisschen was geguckt. Wie schaut es denn bei euch aus? Möchte irgendwer anfangen, davon berichten, was er so visuell sich gegeben hat? Ich kann sonst anfangen. Ich habe diese Woche gar nicht so viel geguckt wie jetzt zum Beispiel letzte Woche. Es kann aber auch gut sein, dass ich einfach bloß, letzten Monat ist es. Ja. Dass der Switch jetzt auf monatlich anstatt so ganz im Kopf angekommen. Es kann aber auch einfach gut sein, dass durch die lange Zeit ich einfach schon mehr als die Hälfte vergessen habe von dem, was ich geguckt habe. Ja. Auf jeden Fall, Drive to Survive ist ja rausgekommen, kurz nach dem letzten Podcast war das, glaube ich. Das war die Formel 1-Serie. Und da jetzt halt die zweite Staffel von der Saison letztes Jahr, also 2019, und ja, das war richtig schön. Also da habe ich mich auch gut drauf gefreut. Und dann mein geplanter Tag ist leider nicht ganz so geworden, wie ich es geplant hatte. Also ich dachte mir, ich setze mich direkt nach dem Aufstehen hin und gucke die ganze Serie durch. Aber dann ist noch was dazwischen gekommen und dann konnte ich erst später anfangen und musste in 2 Folgen auf den nächsten Tag verschieben. Aber trotzdem, also ich habe das so schnell durchgeballert. Und ja, es ist wieder wie das erste Mal. Also es ist ein bisschen überspitzt alles, ein bisschen mehr überspitzt als es war, aber nicht viel. Einfach bloß für ein bisschen mehr Dramatik. Es ist aber gefühlt auch ein bisschen besser geworden, was diese Innenrennszenen angeht. Also das ist nicht mehr so, dass du 2 Fahrer mit 5 Sekunden Abstand hast und die kommentieren in der letzten Runde, als würde das jetzt noch mega spannend werden, weil 5 Sekunden ohne Fehler in einer Runde wird nichts. Ja genau, das Thema ist durch dann, ne? So, genau. Und das ist ein bisschen weniger geworden. Was schön ist, sie haben jetzt dieses Mal auch die Top-Teams mit ranbekommen. Wobei die schon eher weniger Screentime hatten im Vergleich zu den Klar, weil die dann nur schon viel hatte. Ausgesuchte Momente dann wahrscheinlich irgendwie zur Verfügung stellen. Insgesamt. Ja, das ist, glaube ich, auch nachher eine Geldsache. Wie viel willst du dich einschränken? Weil viele Leute haben danach, auch nachdem die Serie rausgekommen ist, so auf Twitter geschrieben, ey, es war schon irgendwie komisch. So, überall, wo du warst, war auch immer ein Netflix-Kamerateam neben dir. Okay. So, wie viel willst du deinen eigenen Freiraum da einschränken, um jetzt da das bisschen mehr Geld von Netflix zu bekommen? Zumal das ja auch nicht ein Sport ist, bei dem das unbedingt
Ja, also weil das ich glaube, das Zielpublikum ist da nicht so hart interessiert dran wie jetzt bei anderen Sachen. Also so. Es ist halt eher eine gute Sache, um neues Publikum in den Sport oder an den Sport ranzuführen, als jetzt das bestehende. Weil gerade wenn man sich überlegt, genau so jetzt jemand wie ich, der irgendwie in meinem Alter, ja okay, super interessant für mich, aber sehr viele Formel-1-Fans sind halt einfach unsere Väter vom Alter. Ja. So, mein Dad hat sich den Kram nicht angeguckt, der weiß nicht mal, dass es die Serie gibt, so. Ja. Also ja, aber es hat wieder Spaß gemacht, war nice. Es war so, wie du es erwartet hattest, ne? Und das ist ja schon immer ganz schön. Es gab richtig schöne, witzige Szenen und so die typischen Sachen wieder so. Das eine Team Haas, die hatten wieder ein bisschen Probleme, wie das Jahr zuvor auch. Und das war wieder witziger, weil Günther Steiner, der Teamchef, ist ja doch sehr egozentrisch denn teilweise. Mhm. Und das Witzige ist auch, er kommt aus der Schweiz, glaube ich. Das heißt, er hat auch noch so einen schönen deutschen Akzent beim Sprechen. Und dann, we look like a bunch of wankers. Und so. Ja, okay. Und was ich aber auch richtig gut bei ihm fand, ist, sie zeigen ihm gerne viel, weil er halt echt auch gerne mal ausholt und auch einfach sagt, was ihm auf dem Herzen liegt, ohne Filter. Mhm. Dann haben sie ihn bei sich zu Hause mit seiner Frau gezeigt. Und er war wie ein anderer Mensch. Er war so herzensnett und hat ihr beim Kochen geholfen und die haben sich nett unterhalten und so. Wer weiß, wie viel da jetzt ein bisschen gespielt hat. Alles Inszenierung. Aber das ist wirklich so. Dieser Typ, ne, wenn du den nur aus der Formel 1 kennst, dann denkst du dir, was ist das für ein Arschloch? Aber das ist wahrscheinlich einfach bloß so ein Switch, den er umlegt. Und wenn er jetzt auf der Arbeit ist, dann ist er halt der Mensch. Genau, auf so einem anderen Level. Einfach voll professionell. Und wenn das nicht so läuft, dann wird er halt schnell... Gas-Deck. Geht er schnell auf 180, ja. Aber ja, war schön so auch mal die andere Seite neben dem Sport der Menschen im Sport zu zeigen, sage ich mal, auch wenn das eher weniger war. Aber so ein, zwei kleine Szenen da, war schon ganz nice. Ja. Dann habe ich weiter gibt die Filme geguckt. Ja, sehr cool. Und ich habe zum einen mal wieder Prinzessin Mononoke gesehen. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Ist auch ja, immer noch mein Lieblings-Ghibli-Film von denen, die ich jetzt gesehen habe. Ich finde den auch richtig klasse. Ja, der ist einfach super. Also, ich habe den auch tatsächlich das erste Mal... Hast du hier Chihiros Reise ins Sauerland, hast du den schon gesehen? Ja, den habe ich auch gesehen. Ja. Und den hatte ich aber auch das erste Mal erst gesehen. Ah, okay, ja. Und, also erstmal nochmal kurz zu Prinzessin Mononoke, oder wo? Hm? Nee, ich wollte nur fragen, hier, wurde Prinzessin Mononoke euch beiden auch die ganze Zeit vorgeschlagen auf Netflix? Mhm. Das bei Ding mir ist es super aufgetaucht, irgendwie, obwohl ich da gar nicht die letzte Zeit geguckt habe in die Richtung. Ich hatte ja hier Mein Nachbar Totoro gesehen. Ja. Und als ich den geguckt habe, wollte ich eigentlich erst Prinzessin Mononoke sehen, weil ich ja gehört hatte, dass jetzt die Ghibli-Filme alle auf Netflix sind. Da war der aber noch nicht da. Deswegen hatte ich dann Totoro gesehen und jetzt dann im Nachhinein wurde er mir dann auch vorgeschlagen, weil ich natürlich den Film auch schon geguckt hatte. Klar, dann macht es ja auch Sinn. Ich habe mich nur gewundert, irgendwie, dass der so kam. Ich dachte schon, okay, pushen ja, die kam. Aber gut, machen die wahrscheinlich auch ein bisschen, ne? Wenn Ghibli-Filme halt alle kommen. Ja. Klar. Also ein bisschen Stück für Stück anscheinend auch. Ich weiß nicht, ob jetzt noch viel mehr kommt, weil es gibt auch noch einen, der mich mega interessiert, den ich immer noch nicht gesehen habe. Grave of the Fireflies, oder? Dieser Krieg. Das ist aber kein Ghibli-Film. Aber die haben da, das ist so eine Kooperation oder so, ne? Ja, das ist aber das ist auf jeden Fall kein Ghibli-Film. Ja, okay. Da war aber der ist mega nice, der Film. Der ist richtig, richtig, richtig ja, gut. Da habe ich auch nur Gutes von gehört. Auf jeden Fall, das ist doch mit so einem, ich glaube, Während- oder Nachkriegszeit oder so. Ja, ja Nachkriegszeit, Japan, zwei Brüder oder so, die dann versuchen, da das zu überleben. Ja, ganz traurig wahrscheinlich, ne? Oh Gott, ey. Ja. Aber Prinzessin Mononoke. Das erste Mal tatsächlich gesehen, da war ich, weiß gar nicht, wie alt ich war, aber ich war echt jung, an Weihnachten. Deswegen hatte ich ja auch, glaube ich, schon mal zur Weihnachtszeit darüber gesprochen, dass das auch ein typischer Weihnachtsfilm eigentlich für mich ist. Für mich auch, da waren wir uns auch schon mal einig, ja. Und ich war auch tatsächlich, also, weißt du, um die 12 oder sowas, ich weiß es nicht mehr, aber, weil der Film ist ja auch schon doch ein bisschen brutaler. Also, das ist schon nicht harmlos, da werden auch Arme schon so richtig abgefetzt und so ein Spaß. Ja, und auch Köpfe und also ja, wenn da der Hauptcharakter, beziehungsweise einer der Hauptcharaktere, der ja von dem Dämon besessen ist, da in seinem Arm, da mal diesen Dämon oder diesen, ja, was auch immer das ist, da freien Lauf lässt und da den Pfeil abschießt, alter Schwede da, haut er die Leute ganz schön weg. Ja. Und ja, das ist einfach das Schöne an dem Film, ist, finde ich, einfach so dieses, du hast einerseits einen guten Film, der interessant ist und der spannend ist, aber auch eine Message dahinter, so diese, was ja auch viel in Ghibli-Filmen immer die Message ist, dass so dieses, dieser Unterschied zwischen Natur und den Menschen und wie die zusammen
leben oder wie die nicht miteinander leben können und wie erst wieder gelernt werden muss, wie man mit der Natur zusammenlebt, sage ich mal. Ja, das ist in dem Film auch richtig toll. Die Rückfindung zur Natur, beziehungsweise wenn man da einfach weiter gegen angeht, dann wird sich die Natur irgendwann das zurückholen, ohne dass du was dagegen machen kannst, so ein bisschen. Gibt es immer so diese Message dahinter, das finde ich immer ganz schön und auch in dem Film schön gemacht mit dem Wald, der sich halt dann auch, dass die Schweine dann da ankommen, die Wildschweine, um den Wald zu schützen und so. Dann gibt es ein paar echt schöne Szenen in dem Film. Dann halt auch, wie gerade eben schon gesagt, Chihiros Reise ins Zauberland. Das allererste Mal tatsächlich auch erst gesehen. Ich weiß nicht, warum ich den früher noch nicht gesehen habe. Das wäre jetzt so mein Favorit, glaube ich, unter denen. Ja, das ist auch Platz 2 für mich. Der war auch richtig gut. Ja, ja. Aber ich habe doch einfach diese Nostalgie ist noch ein bisschen mehr hinter Prinzessin Mononoke, deswegen das eher Platz 1. Aber Chihiros Reise ins Zauberland, echt ein schöner. Das ist doch sie, die in dieses Badehaus reingeht, ne? Und dann da irgendwie anfängt zu lernen und keine Ahnung und dann irgendwann. Die ganzen Götter kommen da immer nachts hin und. Und wieder schon anfängt mit der. Sie ist mit ihrer Familie irgendwie in so einem verlassenen Park unterwegs oder so? Oder verlassenen. Die sind, ich glaube, die ziehen um. Und auf dem Weg dahin verfahren die sich und auf einmal stehen die vor so einem Durchgang, wie an so einer Mauer. Und alles verlassen und dann gehen die da durch und während sie da durchgehen und an so einen, dann kommen sie da zu so einem Marktplatz und dann ist da einfach super viel Essen auf den Tischen und die Eltern fangen an, das Schwein. Und das Essen war für diese Götter gedacht, deswegen werden die Eltern in Schweine verwandelt und sie hat jetzt die Aufgabe, sie kann da nicht einfach verschwinden, weil das auf einmal vom Wasser abgetrennt wurde in der Nacht. Und sie muss jetzt irgendwie versuchen, ihre Eltern wieder zurückzuverwandeln und damit denen da rauszukommen. Und dann kommt sie in dieses Märchen-Zauberland rein, wo du halt dieses. Genau, trifft dann da Freunde, die ihr bei der ganzen Reise helfen und muss dann so verschiedene Aufgaben, sag ich mal, erledigen. Was ich noch ganz interessant fand im Nachhinein, hatte ich auch noch mal was drüber gelesen, und zwar du meinst ja gerade schon Badehaus. Ja. Dass das so ein bisschen. Weißt du, dass das eigentlich gar kein Badehaus sein soll, sondern eher so eine Art Bordell? Das ist die Theorie dahinter, ne? Das ist praktisch der tiefere Sinn, von wegen, dass sie ja auf das Abwägen Ganze kommt und dementsprechend dann irgendwie als, so eine Art, so eine Art Prostituierte irgendwie. Ja, und dass diese ganze, dieses Zauberland und so auch irgendwie nur so eine Art Coping-Mechanismus von ihr ist, um damit klarzukommen, dass sie jetzt in diesem Bordell. Und da gibt es ja auch so, ich sag mal, die. Gott. Also es ist Hofmutter, sag ich mal, die sich dann nachher um sie kümmert und dann hat sie auch einen Hausmeistertypen, der auf jeden Fall ihr auch noch Unterstützung gibt und es ist schon krass und dann gibt's ja auch, und eine meiner Lieblingsszenen in diesem Film ist, ich glaube, es ist relativ zum Schluss, wie sie in diesen Zug da wegfährt, glaube ich. Den Katzenbus? Oder? Ja, Katzenbus, Zug, keine Ahnung, wo sie denn, und das ist so krass, weil das geht so 5 Minuten lang und dann läuft währenddessen so richtig schöne Musik, während sie da aus diesem Zauberland rausfährt und so super visuell auch so super krass, wie so der Sonnenuntergang. Ist das nicht irgendwie in dem Film oder bin ich gerade? Ja, nee, ich hatte bloß gerade, der Katzenbus war aus Totoro. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, was das war. Ich meine, das ist da praktisch, wo sie da rauskommt und dann ihre Eltern auch wieder finden. Gott, ist mir, spoiler ich ja richtig doll. Aber andererseits ist der Film auch schon super alt. Hört kurz weg. Oh Gott, ist auch viel zu spät schon alles. Egal. Tut mir leid, aber der Film ist super schön. Schöner Film, also wirklich ein bisschen, ein gutes Stück entspannter als Prinzessin Mononoke, was so die ganze Brutalität und sowas angeht, ein bisschen herzlicher. Genau. Ja. Und dann zum Schluss noch den Film, der fast letzte Woche zur, es geworden letztes wäre Mal. Für unseren, oder ja, letztes Mal, letzte Ausgabe, No Country for Old Men. Ja. Habe ich dann auch einfach nochmal geguckt, weil ich da Bock drauf hatte. Ja, ich habe den auch noch mal geguckt. Ja. Ein mega kranker Film, ne? Ich habe den zum ersten Mal jetzt geguckt. Alter Schwede, ist der toll. Also so, meine Güte, es geht halt so um so ein, es geht irgendwie um Drogengeschäfte und hier irgendwo in Texas oder New Mexico oder so. Also einmal leicht zusammenzufassen, es sind sozusagen drei Sachen, die, oder drei Personen. Einmal ein Auftragskiller, der aus dem Gefängnis geflohen ist, ein ehemaliger Vietnam-Veteran und ein Sheriff. Polizist, ja. Genau, und die drei machen erstmal so ihr Ding und die Wege von den dreien führen halt zusammen durch einen geplatzten Drogendeal, den der Veteran den Ort findet, wo alle sich schon erschossen haben. Er nimmt das Geld da, klaut das von da und der Auftragsmörder wird geholt, um das Geld zurückzuholen. Und der Sheriff untersucht das halt alles im Nachhinein. Genau, so da immer irgendwie führt das denn zusammen.
Alter Schwede. Und oh Gott, da gibt es ja so geile Szenen. Meine Lieblingsszene im Film auch immer noch, und ich hatte wieder Gänsehaut, als sie kam, ist die Szene in der Tankstelle. Ja, natürlich, das ist halt auch die Szene, die, glaube ich, auch, wenn man was von dem Film gehört und was gesehen hat. Ich habe den gesehen, ich kann mich an nichts mehr erinnern von dem Film. Ich habe den ja geguckt, echt? Damals, als der rauskam. Das ist ja auch schon, wann war der? 2006 oder so, würde ich jetzt mal schätzen. Der ist alt, ja, der ist alt. Der hat auch schon einige, Oscars damals auch kassiert. Irgendwie ja, vier Stück. Also ich glaube Regisseur, Drehbuch, bester Nebendarsteller und noch irgendwas. Alter, weil nämlich, also man kann, also die, der Vietnam-Veteran und der Polizist, hammer cool, aber dieser Auftragsmörder. Ja, gespielt von Javier Bardem. Da, ja. Er hat auch den Oscar für besten Nebendarsteller bekommen dann mit. Ja, genau. Oh, und, Digga, ey. Und das ist ja diese Szene mit der Tankstelle, wo er, ist relativ zu Beginn des Films auch noch, wo er mit diesem Tankstellenwart da irgendwie schnackt. Und er weiß, der Tankstellenwart weiß halt gar nicht, was abgeht. Und dieser Auftragsmörder ist so eiskalt und so bitterböse. Und dann muss man sich das einfach nur mal angucken. Also kann man sich auch echt auf YouTube einfach nur mal irgendwie den Clip einfach mal angucken. Weil der funktioniert ohne Kontext. Weil der ist so gut gemacht, so gut gedreht. Ja, das ist einfach nur spannend mitfühlt. Zeigt auch was über den Charakter des Killers, sodass er auf jeden Fall an seine Prinzipien denkt und so einen gewissen Code hat, den er verfolgt und so. Und schon. Das ist nicht nur eine Szene, die spannend ist an sich und interessant ist, sondern auch dir unterbewusst zeigt, was das überhaupt für ein Typ ist, weil die Szene halt auch so früh am Anfang ist. Ja, also ganz genau. Die ist halt zur Einführung für den so ein bisschen. So. Ja, genau. Also um die Szene einmal ganz kurz zu erklären, weil sie es am Anfang ist. Es ist einfach, er kommt in diese Tankstelle, während er gerade am Fliehen ist, beziehungsweise den einen verfolgt und tankt da und dann geht er zu dem Typen hin, die unterhalten sich so ein bisschen und das ist mega angespannt und dann holt er einen Coin raus und flippt diesen Coin, verdeckt das und fragt ihn halt so Heads or Tails, also Kopf oder Zahl. Und er will die ganze Zeit nicht sagen. Der Tankstellenwart ist halt das komplette Gespräch schon total perplex, weil der hat angefangen, so ein nettes Gespräch zu starten. Und darauf hat dann halt dieser Auftragsmörder so komplett komische Fragen dann gestellt, von wegen, ja, warum, was hat dich das zu interessieren? Und ja, war doch nur Smalltalk, ja, bist du immer so drauf und so. Also so. Ja, Und ja. Die Szene, ey, die ist so krank. Der Film, echt, auf Netflix gibt's den halt, ne? Genau, eine Sache noch, die halt mega geil ist, ist zum einen das Sounddesign, weil holy shit, der läuft nachher, der Auftragskiller läuft nachher mit einer Schrotflinte rum, mit einem Schalldämpfer drauf und das hört sich so juicy an, wenn er damit schießt. Ja, das finde ich immer wieder geil, weil ich habe keine Ahnung, wie eine Schrotflinte mit Schalldämpfer klingt, aber ich hoffe, sie klingt genauso. Ja, auf jeden Fall. Und seine Hauptwaffe ist halt einfach mega krank, ne? Weil er läuft die ganze Zeit mit so einem Gaskanister rum. Hochdruckgerät da. Und hat am Ende so ein Teil, das ist womit du. Nagelpistole oder so? Nee, das ist. Ja, damit stunst du Tiere, bevor du die schlachtest. Das ist einfach bloß. Da wird dann mit Luftdruck, wenn er da auf den Knopf drückt, so ein kleiner Bolzen rausgeschossen einmal schnell. Und der fährt sich danach wieder zurück. Und damit geht er halt rum und jagt diesen Bolzen halt allen Leuten im Kopf oder sprengt damit Türen auf, indem er das Schloss rauskickt und so. Voll die unhandliche Waffe, aber er macht das so heftig viel mit. Ist halt auch so einfach, wie dann die Cops am Anfang auch sitzen und so, ja, also es gab keine, da wurde ein Typ erschossen, sozusagen, sie denken, er wurde erschossen. Ja, also da ist eine Eintrittswunde an der Stirn, aber keine Austrittswunde und du sagst, wir haben keine Kugel gefunden. Ja, genau. Also, wir sagen, dass er, nachdem er ihn erschossen hat, noch die Kugel da rausgewühlt hat. Ja, also anscheinend, wir wissen nicht, was los ist. Ja, letztendlich hat er bloß seinen Teil, womit er da immer diesen Bolzen einmal kurz reingejagt hat und er ist dann noch zurückgefahren. Ja. So, das hat schon irgendwie was in dem Film. Ja. Ja, der Film war auch echt fantastisch. Eine Sache, die ich auch noch richtig schön finde, er spielt halt, ich weiß es gar nicht, 80er oder sowas, 70er, 80er. Die Sheriffs reiten dann noch auf Pferden durch die Prärie. Ja, auf jeden Fall. Dadurch hat es auch so ein bisschen so ein Cowboy-Flair. Aber so Tommy Lee Jones ist halt der eine Sheriff und wenn er da mit seinem Deputy da zusammen auf den Pferden so ein bisschen durch die Wüste reitet und so, das hat schon was, das entwickelt schon so einen gewissen Flair. Ja. Wobei, ich habe den Film auch auf Englisch geguckt. Also, das ist das Einzige, wo ich echt Probleme mit hatte. Ich hatte es mit einem Kumpel geguckt und ich musste mir auf jeden Fall auch die Untertitel anmachen, weil gerade der Vietnam-Veteran, ne, der hat ja so einen heftigen texanischen Akzent irgendwie. Akzent. Alter Schwede, hast du so Probleme, das zu verfolgen, wenn du einfach nur Englisch einfach so kannst, so, aber jetzt irgendwie mit Akzenten, den du nicht viel anfangen kannst. Alter Schwede, ey. Aber auch hat man das geile Flair auch dadurch, dass er den so heftig gut hinkriegt, den Akzent. Ja. Ja, und das war es eigentlich auch bei mir. Ja, soll ich denn rübergehen praktisch zu meinen paar Sachen? Ich habe auch gar nicht so viel.
Ich habe hier, wie gesagt, ich habe echt nicht viel geguckt. Nur Country for Old Men war so der einzige Film, der jetzt irgendwie wirklich da war. Dann habe ich noch eine Netflix-Serie geguckt, auf eine Empfehlung von einer Arbeitskollegin hin. I'm Not Okay With This. Ich weiß nicht, habt ihr davon schon was gehört? Habe ich tatsächlich auch geguckt. Guck mal, habe ich gar nicht bei uns aufgeschrieben, aber haben wir auch geguckt. Alles klar. Hast du Stranger Things auch geguckt? Ja. Ja, ne? Du warst einer. Ja, genau. Weil es ist ja, finde ich, so, ich denke mal, der Vergleich ist so der am besten, glaube ich, erklärt. Finde ich überhaupt ist, also nicht. Ich finde, der größte Vergleich ist es mit, wie heißt denn das nochmal? Dieses It's the End of the Fucking World oder wie die Serie hieß? Die habe ich nicht geguckt, keine Ahnung. Weil ja, der Vergleich zu Stranger Things ist vielleicht thematisch ein bisschen passender, aber ich finde vom ganzen Flair her, wie die Charaktere so miteinander umgehen, ist das. Okay, gut, wie gesagt, da kann ich nicht viel zu sagen. Also ja, das ist The End of the Fucking World, okay. Das ist richtig. Okay. Wie gesagt, ich hatte nur praktisch von der Serie jetzt auch so in den Zusammenhang gehört, so. Das könnte fast im selben Universum spielen wie Stranger Things, weil es geht halt auch eine Hauptperson, ein weiblicher Charakter, der die praktisch feststellt, so dass sie auch so ein bisschen wie bei Stranger Things so übernatürliche Fähigkeiten hat und so und dann in der Kleinstadt lebt und weiß auch nicht, fühlt sich auch so an, als würde es vielleicht in den 80ern, 90ern spielen oder so. Und dann, keine Ahnung, gibt es dann eine Romanze mit hier verschiedenen anderen Charakteren und es gibt aufgrund dieser übernatürlichen Fähigkeiten gibt es dann Probleme und ihre Mutter macht die ganze Zeit Stress und hat irgendwie 3 Jobs oder so und so ziemlich vorstadtmäßig, wie man sich vorstellen kann. Und das Ganze endet dann halt auch, ich will jetzt nicht spoilern, aber es geht halt dann auch noch um Abschlussball und so ein Kram. Also ich weiß nicht, ich fand es irgendwie super cool. Es ist nicht ganz so gut wie Stranger Things, aber definitiv guckbar. Also wenn man praktisch irgendwie Lust hat auf so eine kleine Serie, weil das Schöne fand ich nämlich war auch, die geht ja nur 20 Minuten pro Folge. Mhm. Was ja auch so, sag ich mal, so ein Unterschied ist zu den meisten anderen Serien, die dann irgendwie eine Stunde gehen oder 40, 50 Minuten. Dadurch hast du halt auch nicht so das Gefühl, jetzt eine Folge gucken ist jetzt irgendwie großer Aufwand, sondern kannst du halt mal eben reinschmeißen. Dann hat es auch nur 8 Folgen. Und weiß ich nicht, also hat sich auch definitiv gelohnt, weil gerade auch die Charaktere so alle so herzlich miteinander sind. Also ich muss tatsächlich sagen, ich hatte ziemlich Bock, dass das weitergeht. Und gerade das, als es spannend wurde. Man kann es eigentlich nur anteasern. Das Ende der Serie, die letzten 10 Minuten, sind so ein unglaublicher tonaler Wechsel zum gesamten Rest der Staffel. Ja. Das ist wirklich so, oh fuck, okay. Das ist eine ganz andere. Deswegen finde ich den Vergleich zu Stranger Things auch ein bisschen komisch, weil das, ja, die Wendung, die das Ganze am Ende nimmt, ist eindeutig so ein, oh shit, okay, das schlägt einen quasi ganz anderen Ton an. Ja, auf jeden. Ich weiß noch, was du da meinst. So, deswegen bin ich auch hammer gespannt auf die nächsten Staffeln, weil ich glaube, da ist noch Platz für einiges. So, aber trotzdem, wegen dem, was ich gerade erzählt habe, mit diesen 80er, 90er Jahre Vorstadt-Flair, so finde ich so. Und, ja, wobei das spielt, glaube ich, jetzt, oder? Das kann auch sein. Aber es wirkt auch so, als könnte es jetzt spielen und die Stadt hängt einfach ein bisschen zurück. Keine Ahnung. Ja, ich weiß, was du, glaube ich, meinst, aber ich habe das gar nicht, also weil ich das auch vorher gelesen hatte, aber ich empfand das überhaupt nicht. Ja, weil das ist nämlich, deswegen bin ich praktisch auch so drauf hellhörig geworden, weil die ersten Sachen, nachdem mir das empfohlen wurde, war, dass ich gelesen habe, so dass es halt so, dass sie sich halt auch heftig von Stranger Things halt irgendwie inspiriert haben lassen. Keine Ahnung. Ist ja jetzt auch nur eine Aussage, die ich jetzt hier so getroffen habe. Ich fand auf jeden Fall, die Serie ist super. Macht irgendwie Spaß. Wie gesagt, 8 Folgen, 20 Minuten, ist dann nicht so ein großer Aufwand. Und und die Hauptcharaktere macht halt heftig Spaß, genauso wie die meisten anderen Charaktere auch. Ich denke mal, man kann sich so ungefähr vorstellen, was auf mir zukommt. Wie gesagt, das Ende ist dann krass und das Ende macht dann, wie gesagt, auch Spaß und Bock auf mehr. Deswegen mal gespannt. Ich glaube, es ist auch schon längst bekannt, dass auch dieses Jahr oder nächstes Jahr irgendwie auch dann die nächste Staffel rauskommt. Ja, also verlängert meine ich, ist es auch. Ja. Dann habe ich noch Don't Panic von Hans Rosling geguckt auf YouTube, ist so eine Doku. Da geht es halt darum, er ist halt so ein Statistiker aus Schweden und er macht halt praktisch so einen Fall dafür auf, dass die Welt ja gar nicht so verkehrt ist, wie es bei vielen Leuten in der Wahrnehmung ist. Zum Beispiel, er macht da immer Statistiken mit hier Geburtenrate und er rechnet dann vor, auf wie viele Menschen wir dann irgendwie kommen werden, irgendwie noch in einer bestimmten Zeit und so. Und keine Ahnung,
guckt sich dann auch an, wie zum Beispiel in Britannien jetzt, wenn du Leute fragst, was die denken, wie viele Leute in Bangladesch eigentlich lesen und schreiben können. Hm. Und dann, wie die Wahrnehmung viel negativer ist als die Realität dann nachher, in ganz vielen Fällen. Und wurde mir auch empfohlen. Und war praktisch auch jetzt so wegen dieser ganzen Situation, in der wir gerade alle drin sind, von wegen so, guck ich das mal an, das könnt. Das gibt so ein bisschen Hoffnung, ist so ein bisschen optimistisch. Er selber sagt, er ist Realist. Fand ich auch ganz witzig, weil er selber in der Doku sagt, die Leute sagen, ich bin Optimist, aber ganz ehrlich, ich bin Realist. Ich gucke mir einfach nur die Fakten an und sag euch dann praktisch, wie die Zahlen sich dann entwickeln werden, sehr wahrscheinlich. Und da ist die Welt halt meistens gar nicht so schwarz, wie die Leute das irgendwie in der Wahrnehmung haben. Geht nur so eine Stunde, ist auf YouTube irgendwie, keine Ahnung, frei erhältlich. Und falls man irgendwie Lust hat, mal sich von sowas irgendwie ein bisschen optimistisch so Eindruck zu bekommen, dann kann man sich das, glaube ich, mal ganz gut geben. Wie ist das vom Ton her? Also ist das relativ ernst oder witzig oder? Beides so ein bisschen, beides so ein bisschen. Also zum Beispiel, es geht los, er erzählt so, er macht so den Aufhänger mit hier, mit wie viele Menschen es gibt und was für ein Problem das ist und keine Ahnung. Und dann sagt er, ja, außerdem, er steht vor dem Publikum und hat dann seine Statistiken irgendwie auf so ein, weiß ich auch nicht, wie er das eigentlich genau macht, weil es sieht so aus, als wäre es ein Hologramm. Aber ja, das sehe ich auch gerade auf Bildern, wie er da immer steht und dann so mit seinen Händen auch so diesen. Er ist ein hammerwitziger Typ. Er ist ein hammerwitziger Typ. Weil er auch, wie gesagt, dann sagt er halt, ich bin Statistiker. Und dann das erste, was sagt, du weißt, wartet, Leute, jetzt nicht direkt ausschalten, weil ihr denkt, es wird langweilig, so, weißt du? So, also so, weiß ich nicht, er ist so ein bisschen lockerer Typ irgendwie. Und, und dann, keine Ahnung, trifft er den Ton auch eigentlich immer relativ gut, dass es so von ernst wieder zu spaßig und zu ernst wieder zurückgeht irgendwie. Ja. Also irgendwie, er macht auch ganz viel anderen Kram, das war jetzt nur die eine Sache, die ich praktisch von ihm gesehen habe. Dann habe ich noch, weil das läuft gerade, ist gerade ein Riesenturnier von Age of Empires am Laufen. Da habe ich auch, glaube ich, gar nicht so viel drüber zu erzählen, aber es ist Hidden Cup 3 und da geht es halt praktisch auch darum, dass alle Teilnehmer, die da halt mitmachen, praktisch nicht mit ihren regulären Online-Namen unterwegs sind, sondern alle praktisch, ja, versteckt hidden halt sind. Und dann spielen die halt alle Age of Empires gegeneinander und das ist halt es gibt einen Preispool von $50.000, was halt im Vergleich zu Dota und so gar nichts ist, aber es ist tatsächlich das höchste Preisgeld jetzt so in der Age of Empires 2 Szene. Mhm. Und das hat gerade so ein Riesending. Eigentlich ist das auch schon durch, das liegt das ganze Wochenende jetzt. Vorletzte Woche, glaube ich, genau. Und ich versuche das jetzt alles irgendwie nachzugucken, nach und nach. Und es sind halt insgesamt irgendwie, glaube ich, 25 bis 30 Stunden Videomaterial, die ich dazu gucken habe. Ja, weiß ich nicht. Damit kriege ich auf jeden Fall so meine Zeit gerade ganz gut um. Finde ich witzig, die Idee, ein Turnier zu machen und die Leute nicht unter richtigen Namen antreten zu lassen. Ja, ist jetzt auch der dritte, ja. Es ist halt irgendwie so ein bisschen so diese Komponente, okay, fuck, ich muss jetzt gegen Viper ran oder sowas, die wegfällt einfach. Der Beste der Welt ist, genau. Ja, ja so, genau, und das ist halt... Welchen Eindruck hast du da? Weiß nicht jeder eigentlich, wer jeder ist? Das ist halt so geil, weil es wird die ganze Zeit wird halt der eine Kommentator, der das halt organisiert, der spekuliert auch die ganze Zeit selber super viel. Und dann gibt es halt auch bei jedem Match, obwohl es ja immer ist ja immer so ein Best of Five. Also wer drei Spiele gewinnt, hat dann das Match praktisch richtig gewonnen. Und bei jedem einzelnen Spiel wird praktisch geguckt, wird eine Umfrage gestartet mit den ganzen Zuschauern, wer das ist. Und es ist halt. Bisher immer haben alle gesagt, das ist eine Viper. Ich dachte jetzt, also klar, natürlich Leute, die jetzt das so wie du, sagen wir mal, so ein bisschen normal verfolgen, du würdest das nicht erkennen. Aber jemand, der quasi dessen Lebensinhalt Age of Empires ist, der würde doch wahrscheinlich erkennen, welcher Spieler welcher ist. Oder? Und er sagt dann ja auch ganz reguläre Sachen, zum Beispiel sowas wie, okay, dass er jetzt da so seine Farmen platziert, das ist sehr typisch für den und den. Aber was jetzt auch schon in den letzten Hidden Cup vor 2 Jahren schon mal gemacht, schon ein paar Mal passiert ist, ist, dass die mit Absicht halt untereinander dann irgendwie ihre Strategien ändern, dann auch zum Beispiel auch nicht mehr, viele von denen streamen ja von den ganz Großen, so Viper und so, ne? Aber zum Beispiel auch viele von denen machen dann, Monat bevor das losgeht, machen ihre ganzen Streaming-Sachen aus und sind halt geheim am Trainieren und denken sich halt Strategien für die Maps aus und so ein Scheiß. Und dadurch hast du halt wirklich viel von dieser Spekulation, die halt auch irgendwo Sinn macht, weil natürlich auch die Spieler untereinander gern wissen würden, wer das ist, weil die spielen ja ständig alle gegeneinander, gerade so die Top 10, um dann praktisch gucken zu können, okay, welche Strategie macht jetzt bei dem mehr Sinn und bei denen weniger jetzt, keine Ahnung. Deswegen, weiß ich nicht, also die Idee finde ich auch irgendwie, die ist halt irgendwie hammercool. Ja, so, die Idee ist halt, super nice. Und dann wird halt am Ende von den ganzen Dingen, wird dann das halt alles offenbart praktisch, wer was ist, so.
Und dann kriegt halt der, ich glaube, der Gewinner kriegt dann auch seine 30.000 oder so. Also Großteil des Geldes. Und ich glaube, alle, die dran teilnehmen, schon mal mindestens 800. Also selbst wenn du irgendwie alles verlierst, kriegst du direkt 800. Aber ja, also ist ein großes Ding so, ich sag mal, für die Age of Empires Fans. Deswegen ziemlich gehypt. Das ist echt nice. Ich sehe jetzt hier auch gerade, ich habe es einfach mal gegoogelt und bin ins Forum direkt gekommen und auch hier schon direkt so die Discussions und alle Leute so, ja, aber der Quick World ja immer ganz schnell. Und dann ja, genau. Der, also, das hat was, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das kannst du halt irgendwie nicht machen in einem richtig professionellen Umfeld, wenn du jetzt Counter-Strike-Turnier hast oder so, weil das hängt damit ja auch zusammen, dass du das guckst, weil deine Leute das halt spielen. Ja. Und ich, also so, keine Ahnung, so als Fan, du willst ja auch nicht ins Fußballstadion gehen und alle tragen Masken. So, weißt du, das, ja, das wäre richtig witzig. Ja, sehr gut, witzig, aber es wird halt nicht passieren. Es ist halt auch schwieriger, ein komplettes Team zu anonymisieren und das... Als ein, der zu Hause sitzt, vor seinem PC ganz alleine und da praktisch sein. Ja, du könntest ja auch das Team zu Hause sitzen lassen, aber wenn da 5 Unbekannte gegen 5 Unbekannte spielen, dann ist das, ist glaube ich, die Spekulation dahinter auch nicht mehr ganz so interessant, weil viel mehr verschiedene Theorien aufkommen und so. Genau, und hier kannst du ganz explizit sagen, guck mal, das Viper. Genau, so, ich glaube, das funktioniert auch wirklich nur in so 1 gegen 1, vielleicht noch gegen 2 gegen 2 an. Aber in so ein StarCraft oder sowas zum Beispiel, kann ich mir das halt auch gut vorstellen. Ja, auf jeden Spielen. Ja. Also deswegen, ich bin auch hammer happy, dass das jetzt gerade ist, weil das ist, wie gesagt, so viel Material. Und ich habe jetzt praktisch immer noch, ich bin immer noch beim Achtelfinale. Und mir fehlen da irgendwie immer noch 5 Stunden oder so. Und dann habe ich immer noch das Viertelfinale, Halbfinale und dann noch das Finale. Mhm. Also, und ich habe immer noch keine, ich wurde noch nicht gespoilert, ich habe immer noch keine Ahnung, wer praktisch wo dabei ist. Man weiß halt in vornherein, wer die 16 Leute sind, das ist ja, auf jeden Fall, das steht halt fest. Die haben sich halt auch über Qualifikationen und dann halt irgendwie daran teilnehmen können. Dementsprechend weißt du halt ziemlich genau, wer das ist. Und es sind natürlich auch alle üblichen Verdächtigen, alle, die halt gut sind, sind da am Start, was es halt auch so spannend macht. Ja, nee, auf jeden Fall, das ist halt so das Ding, womit ich gerade aktuell echt gut Zeit rumkriege. Ja, soll ich mal weitermachen? Du kannst gerne weitermachen. Fangen wir mal mit ein bisschen Schrott an. Wir haben den Film How to Party with Mom geguckt. Das ist ein Spitzenstreifen mit Melissa McCarthy in der Hauptrolle. Die kennt man so aus Mike and Molly und zahlreichen anderen extrem schwachsinnigen Komödien. Genau, die kann richtig scheiße sein. Viel mehr kann man dazu auch wirklich eigentlich nicht sagen, außer dass der Film nicht, der ist, sag mal, den muss man nicht unbedingt gesehen haben. Er war nicht total kacke. Aber er war halt auch wirklich, es ist genau das erfüllt worden, was man, das ist ein safer Film. Das ist so. Da weißt du ganz genau, da weißt genau, was dich erwartet und genau das bekommst du auch. mehr brauche ich da eigentlich nicht zu sagen. Dann haben wir den zweiten Teil von Jumanji geguckt, The Next Level. Das interessiert mich jetzt. Der ist wieder gut gewesen, muss ich sagen. Der Twist, den die jetzt quasi da drauf haben, falls Leute den ersten Teil nicht geguckt haben, ist die neuen Jumanji-Filme, da ist Jumanji ein Videospiel. Und die Personen werden dann in dieses Videospiel übertragen und nehmen dann dort automatisch die Rolle von vorgefertigten Charakteren an. Und haben dann auch die, ich sag mal, Fähigkeiten von diesen Charakteren. So zum Beispiel The Rock spielt damit, der ist dann quasi der große, starke Typ. Er in echt eigentlich so ein Weichei-Typ ist. Im Echt ist er quasi einfach die Person, die quasi zufällig ihn erwischt hat, der ins Spiel transportiert wurde. Und der Twist jetzt beim zweiten Teil ist, im ersten waren das alles, sag ich mal, so Highschool-Schüler. Und im zweiten Teil sind es jetzt 2 Highschool-Schüler, die auch im ersten Teil schon da waren und deren Opas. Und das sind dann Danny DeVito und ich glaube Donald Glover sind quasi die beiden Opas. Und man muss, Hut ab, es ist wirklich gut, wie die Schauspieler es wieder hinkriegen, so ein bisschen die Essenz von den Leuten zu verkörpern, die sie quasi in echt wären. Also ich glaube, The Rock ist dann zwischenzeitlich nämlich eine ganze Zeit Danny DeVito und er kriegt es schon. Die Kombi ist schon so verrückt. Er kriegt das schon echt gut hin. In The Rocks Körper. Das ist so irre. Der Twist ist wirklich gut. Dass sie das gemacht haben, frischt schon mal die ganze Handlung wieder ziemlich doll auf, weil sonst ist es nicht groß was Neues. Es ist im Endeffekt der erste Film nur mit dieser kleinen Änderung, sag ich mal jetzt in Anführungsstrichen. Ist ein ganz unterhaltsamer Film gewesen. Es würde mich nicht wundern, wenn ein dritter Teil davon rauskommt. Und es wurde gegen Ende auch schon so ein bisschen angeteased, dass das
dass das der Fall sein würde. Kann ich schon weiterempfehlen, den Film. Die sind doch, also ich finde, das ist, wie du schon sagst, einfach simple Unterhaltung, oder? Ich so mag den lieber als den Original Jumanji-Film. Ich inzwischen auch, obwohl der Original auch hammer cool ist und so, aber ich kann den nicht nochmal wieder gucken, irgendwie aus dem Grund. Ich habe ihn Ewigkeit nicht mehr gesehen, aber ich habe den auch nie so als so gut in Erinnerung und zumindest den ersten von den neuen Jumanji-Filmen, muss ich sagen, den fand ich echt richtig witzig. Ja, ja. Dann habe ich den aktuellsten Spider-Man-Film geguckt, Spider-Man Far From Home. Jetzt fehlt mir nur noch Captain Marvel von all den Filmen. Marvel-Film. Der war wieder echt verdammt nice, muss ich sagen. Mysterio wird gespielt von Jake Gyllenhaal. Das passt richtig, richtig gut. Und es war, sag mal, wenn man nicht vorher, ich kenne mich mit Marvel nicht gut aus, aber ich wusste, wer Mysterio ist. Ich glaube, wenn man das nicht gewusst hätte, dann wäre der Film noch mal ein bisschen geiler gewesen, weil es dann quasi noch mal diesen extra Twist gehabt hätte. Ich kenne ihn gar nicht, Mysterio. Dann solltest du den Film ohne dieses Wissen auch gucken, weil ich glaube, das macht ihn noch mal ein bisschen cooler. Ich habe ihn ohne das Wissen auch geguckt. Ja. Ja, dann ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen cooler. Ja, das ist auf jeden Fall cooler, glaube ich, auch. Sonst, es ist ein Marvel-Film gewesen. Ne? So, das ist fast so ein bisschen wie mit dem Melissa McCarthy-Film. Du weißt, was du kriegst. Dann, so. Ja. Es ist nichts Besonderes. Es ist aber halt immer noch echt ziemlich bombastisch. Und jetzt gerade, ich hatte ja am Anfang über Agents of S.H.I.E.L.D. geredet, man kann sich gar nicht vorstellen, wie groß die Kluft in der Produktionsqualität zwischen diesen beiden Marvel-Produktionen ist. Es ist so unglaublich. Ja, Also, Agent of S.H.I.E.L.D., die Leute, die kriegen halt so ungefähr so die Reste, die abfallen aus dem ganzen Gewinn von dem Marvel-Film. Kriegen da so ein paar Millionen und dann sowas wie Far From Home wird dann für hunderte Millionen produziert, so ungefähr. Ja, ich würde sagen, das ist quasi in Far From Home, wenn dort ein Raumschiff vorkommen würde, dann würden die ein tatsächliches Raumschiff bauen oder animieren. Und in Agents of S.H.I.E.L.D. kriegen die einfach einen mit Chrome-Spray angepinselten hier Logitech-Sidewinder irgendwo drauf gedrückt und dann ist das im Endeffekt das Cockpit. So, es ist schon. Ja. Aber ich würde sagen, Agents of S.H.I.E.L.D. immer noch ungefähr bestimmt die hundertfache Produktionsqualität von der ersten Staffel The Expanse. Ja, Mann, nun hack da nicht so drauf rum. Die hat es auch Spaß gemacht, das zu gucken. Ich sag nichts gegen die Qualität der Serie. Ich sag nur, der Kostenaufwand ist so ungefähr zu vergleichen mit einem Schultheaterstück. Ich finde das so schlimm, dass du das so runtermachst. Ich finde das schön, dass wir nochmal drüber reden. Aber ich finde, das ist so eine klasse Serie. Die ist so gut. Du hast sie auch nicht weitergeguckt, ne? Nee, weil das war nicht. Ja, aber das Ding ist, die wird besser, Mann. Jede Staffel wird besser. Ehrlich, ohne Witz. Will ich nicht anzweifeln. Ich fand die ja auch nicht schlecht. Das hast du sogar selber gesagt. Du sagst, es ist Game of Thrones im Weltraum. Ja, das ist. Du musst halt mit der Produktion von Hintergarten. Aber das ist doch auch okay. Weil solange es immer noch Game of Thrones im Weltraum ist, weil Game of Thrones wurde eher scheiße, als die Produktion aus dem Hintergarten rausgegangen ist und irgendwie in die großen Leinwände gegangen ist. Nee, oder? Game of Thrones wurde scheiße, als sie nicht mehr wussten, was in der Handlung passiert und sie sich das haben selber ausdenken müssen. Dann wurde klar, scheiße. Aber sie haben das versucht zu kompensieren, mit indem wir da hunderte Millionen rein. Das stimmt, das hat in dem Fall. Rettet eine Serie nicht immer. Nee. Aber also, Spider-Man war okay. Ich würde sagen, in der oberen Hälfte der Marvel-Filme, wenn man quasi die einsortieren würde, würde ich sagen, in der oberen Hälfte. Dann haben wir auf Netflix ist diese Woche über einen Film rausgekommen, der heißt Der Schacht auf Deutsch oder The Platform auf Englisch. Weiß ich nicht, warum die das gemacht haben. Das ist ursprünglich ein spanischer Film eigentlich gewesen. Und wir haben den auch eigentlich nur geguckt, weil der Aufhänger eigentlich ziemlich cool ist. Es geht im Endeffekt darum, dass ein Typ erklärt sich bereit, ein halbes Jahr in einer Art Gefängnis zu verbringen, für die Gegenleistung, dass er danach ein Diplom bekommt. Und dieses Gefängnis ist so aufgebaut, dass es sind immer zwei Personen gleichzeitig auf einer Etage. Und jede Etage ist, ich sag mal, ein 50 Quadratmeter Raum, wo auf jeder Seite ein Bett steht, da ist ein Klo, da ist ein Waschbecken. Und dann in der Mitte von diesen 50 Quadratmetern ist ein quadratischer Schacht ausgestanzt quasi. Und wenn du den Schacht hochguckst, siehst du alle Etagen über dir. Und wenn du den Schacht runterguckst, siehst du alle Etagen unter dir in diesem Gefängnis. Okay. Und der Kniff ist, einmal am Tag fährt von der ersten Plattform oben ein Tisch runter, der quasi bis zum Rand voll ist mit Essen. Da sind quasi alle möglichen Köstlichkeiten drauf. Und das ist auch die einzige Nahrung, die die Insassen in diesem Gefängnis bekommen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass die Leute, die oben sind, hauen sich natürlich super den Wanst voll, sodass, sag ich mal, ab Etage 70 nichts mehr übrig ist. Ja, okay. Und der Wenn du ganz unten bist, bekommst du kein Essen.
Und der Kniff ist, einmal im Monat werden alle quasi mit Gas ohnmächtig gemacht und dann sind sie am nächsten Monat auf einer anderen zufälligen Etage. Ach du Scheiße. Und, Gott, okay, und er muss nur diese 6 Monate überstehen. Wenn du jetzt weiter nach unten kommst oder so, bist du jetzt nicht aus irgendeinem anderen Grund näher ans Rauskommen. Nein, das ist reiner Zufall. Also es ist quasi, es gibt kein System dahinter, auf welcher Etage du im nächsten Monat bist. Hammer, der Psychoterror, ey, wie krank. Und das ist, der Aufhänger ist halt, ich sag mal, der Film ist sehr offensichtlich, wenn es quasi um, sag mal, so Klassenkritik und solche Sachen geht. Der ist ja, nicht, so ich sag mal, der ist nicht sonderlich subtil. Ähnlich wie auch, sag mal, Parasite nicht besonders subtil damit war. Wobei Parasite das noch ein bisschen geschickter gemacht hat mit, sag mal, so der bildlich mit der Erzählung, was quasi Bilder und sowas anging. War trotzdem ein ganz cooler Film. Der Aufhänger ist einfach extrem einzigartig, finde ich. Also so. Ja, auf jeden Fall. Die Idee ist mal wieder ganz cool. Muss man, also, und ist ja auch ausnahmsweise mal wieder ein kurzer Film gewesen. Der ging nur 1:30 oder so. Und du würdest dann schon sagen, dass er dann auch in sich mit den Charakteren und so funktioniert. Das Ende hat mir nicht besonders gut gefallen. Das ist meine einzige Kritik eigentlich an dem Film. Also die letzten 15 Minuten vom Film haben sie nicht gut umgesetzt, meiner Meinung nach. Aber der Rest des Films ist echt super gut gewesen. Also, okay. Ja. Kann ich nur weiterempfehlen. Da habe ich den Sonic-Film geguckt, Sonic the Hedgehog. Und? Bist du zufrieden mit dem Design? Ich fand, das war ein cooler Film. Ganz ehrlich, ich fand, das war wirklich ein guter Film. Und dann habe ich schon gehört, dass der auch wieder einfacher Unterhaltung sein soll. Ne? Der war witzig. So, das ist, war erstmal was wieder Jim Carrey in Höchstform. So, ich sag mal, Ace Ventura, so Jim Carrey war das mehr oder weniger schon. Also er war wirklich schon wieder richtig am Durchdrehen. Digga, Ace Ventura liebe ich auch so toll. Der ist so kacke. Der ist so dämlich, ne? Aber er ist echt mega witzig. Ah, oder Dumm und Dümmer, der ist auch so geil, ey. Also es ist Jim Carrey absoluter Höchstform. Der Film ist einfach so, das ist ein guter Kinderfilm. Ich fand ihn zum Beispiel deutlich besser als den Detective Pikachu-Film. Letztes oder vorletztes Jahr im Kino lief. Mhm. Vielleicht die beste Videospielverfilmung, die wir bisher hatten. Oha, ja gut. Die einzige Sache, die ich an dem Film wirklich ein bisschen, also das war wieder so dieses typische, ich hab's nicht so ganz verstanden, zumindest eine der beiden Werbung nicht, ist, sag mal, das Product Placement in dem Film ist ultra offensichtlich. Also ja, nicht nur so ein kleines bisschen, sondern klar, so Nike-Klamotten und so ein Kram, das ist in ganz vielen Filmen so. Das war zum Beispiel in Spider-Man auch richtig extrem. Aber hier ist es wirklich so, da ist quasi mittendrin eine Werbung für Zillow. Das ist sowas wie Immobilien-Scout quasi, so ein Immobilienportal in Amerika. Wo aus dem Nichts wird plötzlich einfach so, oh, was machst du denn da? Oh, ich gucke auf Zillow nach coolen neuen Wohnungen. Das war wirklich sagen, das Filmäquivalent zu einer Pop-Up-Werbung. Das ist ja wirklich so, hey, hast du schon von Zillow gehört? Ist das irre. Gerade wo wir jetzt, also das finde ich ja auch bei Filmen immer so geil, wenn sowas passiert, weil Pop-Up-Werbung ist ja immer aufs Land spezifisch. Mhm. Ich glaube, wir in Deutschland haben wahrscheinlich gar keinen Zugriff auf Zillow. Nee, oder? Das gibt's hier überhaupt gar das nicht. Ist so richtig das funktioniert, das funktioniert hier in Deutschland quasi gar nicht. Das wäre mal interessant zu wissen, ich habe den Film jetzt auf Englisch gesehen, ob die quasi die deutsche Vertonung Werbung verkauft haben und dann so, hey, ich gucke gerade auf Immobilien-Scout. Ja, okay. Aber dann macht das ja wahrscheinlich auch schon wieder keinen Sinn, wenn die da das Bild zeigen, wie du das suchen kannst. Aber okay. Es ist super dämlich gewesen, also wirklich. Und dann gab es noch eine andere Werbung, wo quasi, ich sag mal so, kleiner Spoiler, falls jemand kurze 30 Sekunden weghören, falls man unbedingt genau wissen will, was in dem Film passiert, ist es eigentlich kein wirklicher Spoiler, aber vorweg. Am Ende des Films kommt quasi, sag mal, die Regierung vorbei, um sich bei dem Hauptcharakter zu entschuldigen dafür, dass quasi für die schweren Last, die er auf sich genommen hat. Und was bekommt er? Er kommt als Belohnung einen Olive Garden Gutschein. Yes. Und er ist natürlich ein bisschen enttäuscht und dann wird er quasi macht der oberste General noch mal kurz so ein bisschen dumme Schleichwerbung für Olive Garden, wie unglaublich cool irgendwie das unendliche Nudelbuffet bei Olive Garden ist oder so ein Scheiß. Aber zumindest schön, ist der Hauptcharakter so ein bisschen enttäuscht. Ja, dass sie gleichzeitig Werbung machen, aber der Hauptcharakter auch enttäuscht hat. Danach nicht mehr. Danach erinnert er sich daran, wie unglaublich gut das unendliche Nudelbuffet bei Olive Garden ist und ist wieder zu nichts. Nein! Aber ganz ehrlich, ich finde, das ist Werbung, mit der komme ich viel besser klar als mit der Nike-Werbung. Nee, das finde ich nicht, weil die Nike-Werbung ist nicht invasiv gewesen. Das ist einfach nur so, er trägt eindeutig bestimmte, den ganzen Film über ist es auffällig, dass er halt eine bestimmte Marke an Klamotten kennt. Ich habe Freunde, die tragen nur Adidas-Klamotten. Das ist, weißt du so, das ist, finde ich, jetzt nicht unrealistisch. Aber das ist viel mehr im Unterbewusstsein, finde ich, und dadurch viel mehr irgendwie manipulativ als, guck mal, hier ist Olive Garden, wie geil das ist. Ja, aber überleg mal,
das passiert mehr. Das war jetzt zwei Sachen in dem Film. Jetzt spinn das mal quasi weiter, dass irgendwann, hey, die finden heraus, dass das effizienter ist als quasi diese subtile Werbung. Ja, und dann ich weiß, ich hast halt du irgendwann nicht. Ja, also, es war halt ein bisschen witzig, weil es einfach so super, es war wirklich überhaupt nicht versteckt. Null versteckt. Nee, auf jeden. Und jetzt ein Wort von unserem Sponsor. Und dieser Weltuntergang wird präsentiert von. Ja. Genau. Ah, ja. Und dann das Letzte, was ich noch geguckt habe, ist It oder Est Chapter 2. Und holy fucking shit, das ist ein unangenehmer Film gewesen. Der erste Teil war schon echt nicht ohne, aber er war noch okay. Ich wollte sagen, der erste war echt, also ich habe ja schon Schiss aus Horrorfilmen angelegt. Ich fand, der erste war Der zweite okay. war auch wieder sehr lang, der war auch wieder 2,5 Stunden oder so. Und das waren 2,5 Stunden kontinuierlicher Psychoterror. Also Erfolg. Oh, meine Fresse. Also, der war wirklich, muss ich sagen, echt schon ein bisschen heftig. Was einfach so diese, das war einfach so ein Bombardement an einfach unterschiedlichen Sachen, die einfach alle ranzig sind. und das so wirklich ohne Pause. Also, das ist quasi das, was ich ganz cool an dem Film finde, und das war mir auch so nicht bewusst, dass das Buch S deckt quasi beide Filme ab. Also, der erste Teil ist im Endeffekt die erste Hälfte vom Buch und der zweite Teil ist die zweite Hälfte vom Buch. Ist das also, nicht so, ist der zweite Teil nicht so ein bisschen der, wie heißt das, Epilog? Also nee, es ist im Endeffekt einfach eine Weiterführung. Also das geht ja, um was mal grob zusammen, alle 27 Jahre, glaube ich, oder so, kommt quasi dieser Clown, sag ich mal, dort vorbei, Pennywise, und naja, terrorisiert im Endeffekt diese Stadt. Vor allem und, die Kinder und so, ne? Das ist ja immer. Vor allem er ernährt sich von der Furcht von der Leute so. Genau, er ernährt sich von der Furcht, das ist so ein Fantasy-Wesen, irgendwie ganz komisch, ja. Und jetzt ist es 27 Jahre später und die Personen sind jetzt erwachsen, die wir im ersten Teil quasi gesehen haben. Und die kehren zurück, weil sie herausgefunden haben, dass sie quasi dem Ganzen doch nicht ein Ende gesetzt haben. Und das ist wirklich, quasi der Aufhänger kommt in den ersten 5 Minuten. Und dann sind die quasi in diesem Ort das erste Mal essen und ab dem Zeitpunkt ist nur noch auf die Mütze. Aber wirklich die ganze Zeit. Der Film war richtig gut wieder. Ich muss echt sagen, also Hut ab. Ich fand den ersten auch gut. Die sind beides sind richtig, richtig geile Filme. Aber das war wirklich so, ich weiß nicht, ob ich mir den jetzt so alleine einfach so mal nebenbei ganz entspannt abends angeguckt hätte. Also, war schon ein bisschen doll. Weil der auch so ein großes Spektrum an verschiedener Art an Horror abdeckt. Ja. So, das ist ja nicht nur dieses, hey, wir erschrecken dich die ganze Zeit oder hey, hier sind die ganze Zeit eklige Sachen zu sehen, sondern das ist die ganze Zeit so eine Mischung und dann so das hier für 10 Minuten und dann das hier für 10 Minuten, weil ja jeder der Charaktere auch unterschiedliche Ängste hat. Mhm. Das war ein bisschen unangenehm, manchmal muss ich sagen. Ja. Ja. Nee, aber das war es sonst soweit von mir auch. Wir haben ja nämlich dann ja auch noch einen Film uns ausgesucht, der auch, fand ich, sehr unangenehm war. Und zwar habe ich den letztes Mal vorgeschlagen, ich weiß doch gar nicht, was. Ich hatte nämlich, deswegen haben wir ja No Country for Old Men geguckt, Millie, du und ich. Ja. Weil ich hatte ja gesagt, der oder Hereditary. Und meinten wir alle drei, glaube ich, okay, lass Hereditary nehmen. Und genau, jetzt praktisch gibt es dazu einen kleinen Spoiler-Talk. Also, was heißt klein? Wir werden echt den ganzen Film eigentlich besprechen, so wie wir Lust haben. Uns da nicht bremsen, auf jeden Fall. Ja, also, soll ich jetzt erstmal erzählen, worum es da geht? Das Ding ist, ich glaube, ich kriege das nicht so gut hin, weil ich fand den echt heftig. Kennst du das, so Bock, irgendwie den vielleicht zusammenzufassen? Den Film zusammenzufassen? Ich kann das ganz grob ungefähr machen. Ja, wenn du da einmal Lust drauf hast, das wird mir helfen. Der Film fängt quasi damit an, dass in dieser Familie die Oma gestorben ist. Und die Oma und die Mutter der Familie hatten sowieso eine relativ schwierige Beziehung zueinander. Und die Mutter hat auch größtenteils verhindert, dass die Oma mit dem Sohn zum Beispiel irgendwie Großkontakt hatte und konnte das dann aber bei der jüngsten Tochter nicht so richtig verhindern. Und im Endeffekt, man merkt schon von vornherein, dass irgendwie was mit den allen nicht so ganz stimmt, aber vor allem mit der Tochter, dass mit der irgendwie was im Argen ist. Also die macht dann so ganz merkwürdige Dinge, wie in der Schule findet sie dann irgendwie so einen toten Vogel auf einer Hecke und schneidet dem dann mit der Schere den Kopf ab und läuft dann die ganze Zeit mit diesem toten Vogelkopf in der Gegend rum. Mm. Und ich sag mal, der Sohn macht am Anfang noch eigentlich den, in Anführungsstrichen, normalsten Eindruck. Und er möchte dann den einen Abend quasi auf eine Party fahren und weil die Mutter ein bisschen quasi Ruhe zu Hause haben möchte, überredet sie ihn mehr oder weniger dazu, die Tochter mitzunehmen, weil das ist irgendwie so eine Party, wo quasi ganz viele Leute aus der Schule sind. Und naja, er macht das dann auch. Und
er versucht sie dort sofort loszuwerden und sie isst im Endeffekt was von irgendwie so irgendeinem Kuchen und sie scheint irgendwie allergisch gegen Erdnüsse oder sowas zu sein und hat quasi eine super starke allergische Reaktion, sodass er dann panisch quasi sie schnell ins Auto schmeißt und losfährt, um sie halt ins Krankenhaus zu bringen. Das Ding ist, sie hat da hinten so große Atemnot, dass sie das Fenster runterfährt und ihren Kopf raushält und er erschreckt sich dann quasi, weil irgendwie ein Reh oder sowas auf der Straße ist und weicht ein bisschen von der Straße ab, so weit, dass im Endeffekt ihr Kopf von einer Laterne weggefetzt wird. Ey, das Spiel, Mann, das war auch krass. Das passiert ja auch so früh im Film, sag ich mal. Irgendwie. Das passiert, ja. Das ist, sag mal, 10 Minuten nach Beginn des Filmes mehr oder weniger. Das ist ja doch schon relativ früh. Naja, und damit fängt dann quasi der ganze Terror, sag mal, so richtig an. Weil die Mutter ihnen das nie verzeiht, nie so richtig. Und sie sich praktisch dann auch so am Trauern ist wegen der Tochter, dass sie dann auch ein Medium sich überreden lässt, von einem Medium irgendwie beeinflussen zu lassen oder irgendwie, keine Ahnung, da selber irgendwie versucht, Kontakt aufzunehmen mit dem toten Geist von der Tochter. Und der Vater ist die ganze Zeit dabei, versucht, das zwischen den beiden halt, zwischen dem Sohn und der Mutter halt irgendwie noch zu regeln und so ein Kram. Und das eskaliert einfach immer weiter. Und sie hat ja auch irgendwie Schlafstörungen oder so, also nicht Schlafstörungen, sondern sie wandelt im Schlaf. Schlafwandelt, ja. Genau. Genau, und ich weiß nicht, und es ist ja auch tatsächlich mit übernatürlichen Kram, der auch passiert. Das ist, fand ich ein bisschen schade irgendwann, weil ich hatte am Anfang des Films, bin ich irgendwie ein bisschen davon ausgegangen, dass das dieser ganze übernatürliche Kram so ein bisschen nach hinten gestellt wird. So, dass der ist manchmal impliziert, aber die Story würde auch funktionieren, ohne dass man quasi davon ausgeht, aber das tut es im Endeffekt gar nicht. Also, geht es ja nur darum, dass die Oma war, sag mal, Mitglied in einem Kult. Deren Ziel es war, Paimon, irgendwie so ein quasi einen der acht Teufel oder sowas quasi an die zur Herrschaft zu bringen. Schiff war das, glaube ich, ne? Ja, irgendwie so. Und um das quasi zu gewährleisten, braucht der einen Wirtskörper und der muss männlich sein. Und der Wirtskörper, glaube ich, am Anfang, das ist so ein bisschen das, was quasi gesagt wird, ist erst das Mädchen, die Tochter. Und durch durch diese Seance-Geschichten wird dann quasi die Mutter zu dem Wirtskörper, glaube ich, und dann letztendlich wird es der Sohn und damit endet der Film auch eigentlich, dass dann quasi so eine Art Ritual dort stattfindet. Und der ganze Rest der Familie tot. Ziemlich brutal gestorben alle. Der Vater muss leider auch dann zwischendurch noch ableben. Der einzige in dem Film, der einigermaßen einen gesunden Eindruck machte. Ey, oder? Ja. Der Vater hat mir so leid getan. Alter Schwede, Mann. Er hat echt versucht, da die Leute irgendwie echt bei Stange zu halten. Von wegen, komm schon, ey, dreh dir bitte nicht völlig am Rad. Und, aber das weiß ich nicht. Also die Mutter war ja echt teilweise so schrecklich. Oh mein Gott. Also aber auch so geil geschauspielert von der Alten, weil da kriegst du ja wirklich Panik, ey. Ja. Meine Lieblingsszene im Film ist auch direkt schon am Anfang, nachdem das auf der Straße passiert und der Kopf seiner Schwester da abgetrennt wird von dieser Straßenlaterne oder Strommast. Mhm. Und er ist so unter Schock, dass er dann einfach, er bleibt erstmal stehen und ist sitzt dann da und guckt einmal nur ganz kurz so einen ganz kleinen Blick in den Rückspiegel und sieht dann da halt den abgetrennten Körper seiner Schwester und so, ist so panisch und unter Schock, dass er einfach nach Hause fährt, das Auto einfach so vor der Haustür abstellt, hochgeht und sich ins Bett legt. Und dann kommt die Szene vom nächsten Morgen, wie er im Bett liegt und du einfach den Schrei der Mutter hörst und Gott, das ist eine heftige Szene. Digga. Das ist auch, muss ich auch ganz ehrlich, das ist nicht die Art Film, die ich jetzt aktuell gebrauchen kann. ich war so angespannt, ich musste mir die letzte halbe Stunde vom Film, habe ich mir im Stehen angeguckt. Willst du nochmal erzählen, wer auf dich aufgepasst hat während des Films? Meine Panzerhaubitze? Oder was meinst du gerade? Ja. Ja, ich hatte inzwischen durch, ich weiß auch nicht, ich habe mir echt gedacht, einer jagt das Haus in die Luft und dann einer mit einer Panzerhaubitze kann sich den Scheiß ja wegfetzen, Alter. Und dann habe ich dann währenddessen, eigentlich ist auch ein bisschen gezockt, weil ich versuche mich immer bei Horrorfilmen, so wie bei Sinister, den haben wir ja auch vorletztes Mal, glaube ich, dann geguckt oder so. Ja. Da muss ich mich ja immer ein bisschen ablenken, weil sonst kriege ich hier einen Rappel, Alter. Ich kann mir das nicht angucken, die Scheiße. Nicht auf so einer dauerhaften Basis. Ich muss da irgendwie. Und da habe ich halt Panzerhaubitze halt auch bei Wikipedia angegeben, habe mir da ein bisschen was angelesen zu. Also 155 mm Geschoss, Alter, dann wäre das Haus weg. Gut. Als wir abends den Film geguckt haben, meinte ich halt zu meiner Frau schon, ne, so, ja, ich weiß nicht, ob Michi den gucken kann. Ganz ehrlich, ne, ich bin mir nicht so sicher, ob Michi sich den ansehen kann. Ja, okay, die hat dann auch definitiv so. Keine Ahnung, ich gucke das dann zu Ende, okay. Mein Internet ist gerade ganz. Ja, ich mach doch nichts. Alles gut. Einfach weiterreden, Michi. Einfach weiterreden. Also,
Ja, keine Ahnung. Also ich hatte auch so zwischendurch definitiv so meine Sorge mit dem Film irgendwie insgesamt. Aber es, er war so gut. Er war so gut, dass ich ihn auch wirklich noch zu Ende gucken wollte. Ja, das ist dann auch wieder aus, sodass wir auch wieder ein normales Gespräch führen können. Man kann dich einigermaßen verstehen. Nicht gut, aber es geht. Ja, das ist bei euch natürlich auch ähnlich. Das ist glaube ich, gerade das ein bisschen abschmiert, aber es. Ja. Na, okay. Ja, weiß ich nicht. Also, so wie gesagt, ich fand den Film klasse. Das war bestimmt einer der besten Horrorfilme, die ich jemals geguckt habe. Ich fand den auch definitiv auch noch mal besser als Sinister. Weil Sinister. Sinister fand ich nicht gut, muss ich sagen. Aber Miller und ich. Erzähl. Ich fand jetzt zum Beispiel, den direkten Vergleich habe ich ja im Endeffekt von Ari Aster, glaube ich, heißt der ja, der den gemacht hat. Ja, genau. Midsommar fand ich zum Beispiel deutlich besser noch. Ja, natürlich. Das ist eine ganz andere Qualitätsstufe, was jetzt sowas wie Sinister angeht und jetzt die neuen Ari Aster-Filme, also Midsommar und Hereditary. Ja, aber ich fand auch Midsommar viel besser als Hereditary, muss ich sagen. Ach so, ja, okay. Das würde mich nämlich jetzt auch noch mal interessieren. Milli, wie würdest du das noch einschätzen? Der hier war gruseliger, weil er halt so, sich ganz vielen, sag mal, klassischen Mitteln bedient hat. Aber Midsommar war echt gruselig dafür, dass der Film einfach so unkonventionell ist für einen Horrorfilm. Also, ja. Es ist das interessantere oder die interessantere Herangehensweise bei Midsommar. Deswegen würde ich ihn auch noch über Hereditary stellen. Aber ich fand Hereditary auch sehr gut. Also er hat mir auch sehr gut gefallen. Aber es ist halt einfach, ja, Hereditary ist so sehr konventionell. Und auch was Jens schon meinte, es ist halt, es geht nachher halt doch wieder den Weg des Übernatürlichen. Das hat mir nicht gefallen. Was ich nicht unbedingt schlecht finde, das ist aber natürlich auch dann nachher persönliche Sache, aber was immer auch irgendwie schnell leicht wird. Also so diesen leichten Abgang zu finden, genau. Einfach zu sagen, okay, das ist jetzt hier der Dämon des Dings und so. Und die Regeln, ich finde, das beim Übernatürlichen ist immer das Problem, dass es irgendwie, es gibt keine wirklichen Regeln für diese Welt, so, das ist einfach, die können quasi machen, was sie wollen und das ist ja im Endeffekt dann später auch der Fall. Es gibt im Endeffekt keine wirklichen Grenzen davon, was für, sag mal, das Böse möglich ist. Und ich fand eigentlich, dass sie gerade mit der ersten halben Stunde, mit dem Mädchen und einfach so gerade, sag mal, Implikation von, sag mal, psychischen Störungen innerhalb von der Familie, haben sie so eine gute Basis eigentlich dafür geschaffen, den Film ohne diese Auswege gruselig zu machen. Deswegen fand ich das hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Kann ich verstehen, aber so, wenn man jetzt so alle anderen Horrorfilme, die so ähnlich sind, so wie jetzt auch Sinister oder wie heißen die anderen noch hier? Ach Gott, das mit der Nonne hier. Ach Gott, wie heißen die nur noch? Keine Ahnung. Und The Nun ist der eine Film, aber das ist ja der Ableger praktisch davon. Ja, ich komme gerade auch nicht drauf. Wie heißt der Scheiß noch? Auf jeden Fall würde ich sagen, dass das Conjuring. The Conjuring, genau, das ist ja so ein ganzes Universum. Hier, dass das so, finde ich, so einer der besten Filme ist, die so sind. Also ich weiß nicht, vielleicht ist sowas wie The Grudge noch besser oder so? Nein. Nee, oder? Den habe ich schon ewig nicht mehr geguckt. Da kann ich mich aber damals so dran erinnern, dass ich da irgendwie auch mir echt in die Hose geschissen habe, wenn ich geguckt habe. Aber ich fand auch wirklich Hereditary ist mal ein Horrorfilm, der sich wirklich Mühe gegeben hat, weil ich fand auch so wie aufgeräumt, also so, was ich immer nur wieder gedacht habe, wenn so Szenen kamen, wie aufgeräumt diese Szenen sind. Also wie du das Gefühl hast, dass jeder einzelne Stuhl und jeder einzelne Platz da ist, wo er hingehört. Sie ist ja auch hier Architektin, die Hauptdarstellerin, sage ich jetzt mal, die Mutter. Und baut die ganze Zeit praktisch an diesem Puppenhaus, woraus sie dann nachher irgendwie, was sie dann nachher irgendwie als Konzept verkaufen will oder so, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann baut sie ja dann, als sie ihre Tochter findet, baut sie ja irgendwie das eigene Haus auch nach. Und du erkennst halt auch irgendwie immer wieder so die Räume und so. Und das finde ich, das, also wie gesagt, das fühlte sich für mich so aufgeräumt an. So, ich finde so die meisten Horrorfilme, die geben so einen Scheiß drauf, wie das alles aussieht. Und von wegen, es geht nur noch um die Jumpscares. Und das war dem Film nicht so wichtig, wie dass die Szenen halt ineinander halt irgendwie, ja, weiß ich, stimmig sind und dass du dich da irgendwie gut zurechtfindest in diesem Haus auch irgendwie. So ein Argument, was ich noch irgendwie habe dafür, dass es einfach, fand ich, echt ein besonderer Horrorfilm ist. Es ist halt auch einer von den A24-Filmen, so, und die alle Filme, die unter A24 rauskommen, sind halt auch, also die wagen so ein bisschen mehr, was
So, also das sind dann zum Beispiel, ich weiß nicht, kennt ihr Spring Breakers zum Beispiel? Ah, der soll ja auch so verrückt sein. Ja, ja, mit James Franco als Drogendealer und Selena Gomez und ich weiß nicht, wer noch was, oder Vanessa Hudgens oder beide sogar, ja, genau. Ja, ich glaube schon. Die dann da irgendwie als bei Spring Break unterwegs sind und also auch so ein, das sind so mehr so Arthouse-Filme. The Lighthouse ist auch von denen. Ach, also krass, mit Willem Dafoe, ja, den wollte ich auch und Dings. Unbedingt gucken, ja. Die sind so ein bisschen mehr dafür bekannt, sage ich mal, dass die Filme ein bisschen einen anderen Weg gehen und nicht dieser Formel, die immer funktioniert, folgen. Ja. Deswegen sind, finde ich, die Filme jetzt auch wie Hereditary und Midsommar da gut aufgehoben. Und das, finde ich, zeigt auch schon so ein bisschen den Vergleich zwischen jetzt einem Film wie Hereditary, der ja doch eher noch conventional Horror ist, mehr als Midsommar auf jeden Fall, der aber trotzdem nicht conventional Horror ist. Vom nee, Weg. Genau. Eher noch, wahrscheinlich. Ich habe Midsommar ja leider nicht geguckt. Aber trotzdem halt irgendwie echt noch anders ist. Also so entwickeln halt so ein bisschen eine neue Formel, gerade also halt Ari Aster, der jetzt bei beiden Regie geführt hat, so der hat da echt einen guten Ansatz, um Horror, oder Horror, jetzt kriege ich ja auch gerade echt die ganzen Anglizismen und ja, Denglisch, dass er hat da einen guten Weg gefunden, um das so ein bisschen wieder aufzupeppen und neuen frischen Wind zu geben, weil Horror ist als Kategorie halt einfach bloß was für Fans, so. Nicht jeder guckt jetzt gerne Horrorfilme. Entweder du guckst gerne Horrorfilme oder nicht. Ja. So. Aber tatsächlich sind die Gewinnspannen ja im Horror ja viel höher als bei jedem anderen Genre. Ja, es gibt große Fangruppen auf jeden Fall, aber es ist nicht so breit gefächert, sage ich mal. Nee, auf jeden Fall. Es gibt die Horrorfans, die sind dann aber auch so, die gucken jeden Horrorfilm, der rauskommt, weil es auch einfach nicht so viel gibt, was rauskommt. Das heißt, du hast auch die Zeit, sag ich mal, beziehungsweise du kannst gerne oder fast alles gucken, was so an AAA, AA-Horrorfilm rauskommt. Ja. Und ja, du hast dann halt immer wieder das Gleiche ungefähr, was Sinister und sowas angeht. Das sind keine schlechten Filme, aber es ist halt conventional Horror, so wie man es kennt. Genau, Schema F, man kennt die Formel, es läuft. Und die versuchen, da steckt ein bisschen mehr Materie, ein bisschen mehr Substanz hinter bei den Filmen, so. Ja, definitiv. Ja. Ich glaube, wir waren aber alle, also ich meine, Jens, du sagst, dir hat das jetzt nicht so gefallen mit diesen Dings. Also es war immer noch ein mega guter Film, aber ich fand, er hat mich jetzt nicht, es war ein guter Film. Es war, also für das Horror-Genre war das ein guter Film, aber ich habe gerade in letzter Zeit echt viel Horror geguckt und es waren viele dabei, die ich immer noch besser fand. Also wie zum Beispiel Midsommar. Ich fand It 2 auf jeden Fall nochmal besser. Ja, okay, ja. Die Frage ist, was findest du besser? Auch wenn das ein ganz, ganz komischer Vergleich ist. Wir haben ja unsere Liste. Habe ich auch schon überlegt. Das ist besser schwierig. Geht's nicht im Vergleich zu Hereditary. Das ist wirklich Äpfel und Birnen. Also ich fange es uns einmal schnell an, weil ich habe mir da schon ein bisschen Gedanken vorher gemacht. Ich packe Hereditary auf Platz 2. Einfach nur mit der Argumentation, dass ich den As Good As It Gets würde ich gerne nochmal gucken. Das ist ein guter, so da hätte ich keinen Stress, den Film nochmal zu sehen. Der war unterhaltsam. Das ist auch mehr ein Film, den ich grundsätzlich mag, als Hereditary. Und das ist im Endeffekt. Finde ich, ist eine gute Argumentation. Die sind aber sehr nah beieinander. Es ist wirklich, also. Wie gut hat mir das gefallen, den zu gucken. Ich würde nur, den Hereditary muss ich nicht unbedingt nochmal sehen. Dann würde ich einmal kurz, weil ich nämlich Hereditary eher noch weiterempfehlen würde, würde ich ihn nämlich noch einmal einen höher packen. Ich würde ihn jetzt auch nicht eher nicht gucken, aber ich finde, besser geht's nicht. Ist halt einfach zu, weiß ich nicht, einfach gerade im Vergleich einfach zu sehr wirklich dieses Schema F. Auch wenn es noch ein bisschen anders ist, aufgrund dessen, dass es Jack Nicholson in der Hauptrolle ist und so, was ja schon mal ein bisschen anders ist für so romantische Komödien und so. Aber ich fand Hereditary war da einfach ein bisschen mehr noch was Besonderes. Und deswegen packe ich ihn jetzt bei mir erstmal auf die 1. Aber ich bin mir ganz sicher, dass da noch Filme kommen werden, die beide schlagen werden. Stimmt. Für mich war es eine leichte Entscheidung, aber nicht, weil ich besser geht's nicht oder so, das geht's jetzt nicht irgendwie gut fand oder so, aber ich für mich Hereditary davor, also momentan auf Platz 1, weil einfach, mich hat das zum Beispiel mit dem Übernatürlichen, mich stört sowas immer nicht ganz so doll und mir hat er richtig gut gefallen, wie ich schon meinte, die eine Szene ist mir immer noch so in den Kopf gebrannt, also wie die Mutter da geschrien hat und so. Die fand ich richtig gut. Ich würde aber auch halt, wie ich schon meinte, Midsommar ist noch mal besser, weil jetzt gerade in dem Vergleich zwischen den beiden Filmen Hereditary mich für mich vorne. Alles klar. Dann haben wir schon mal unsere Liste angefangen, Ende des Jahres wird die dann wieder fertig sein. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hier müssen wir, glaube ich, noch eine Sache machen, außer irgendwann möchte ich natürlich noch irgendwas sagen. Nö. Ich glaube, wir haben alles. Nein. Ich mag nicht mehr. Miller, musst du noch eine Sache sagen. Und zwar. Tschüss. ich hab nicht gesagt, wann. Bis weiter.
Hier, Willi, du kannst ja dann nochmal sagen, welchen Film wir zum nächsten Mal gucken könnten. Ich dachte mir. Von Netflix oder Amazon Prime. Ja, Michi, du musst mal ein bisschen runterkommen, ne? Das war alles zu viel. Ja. Ich habe mal was ganz Entspanntes, was Altes. Und zwar gibt es auf Netflix, habe ich vorhin entdeckt, Die Hexe und der Zauberer. Die Hexe und der Zauberer? Der alte Disney-Film. Also mit Merlin und Prinz Arthur. Dann kann ich ja auf jeden Fall schon mal meine Panzerhaube hier wegpacken, ne? Ja, die brauchst du dafür nicht. Ah, okay, warte mal. Der Zauberer. Den habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Wie geil, der ist das mit Schmendrick? Ja. Was meinst du? Ist das mit Schmendrick? Mit Schmendrick? Schmendrick, also ich gucke gerade bei den bei den King Arthur-Geschichte, ne? Genau, genau. Arthur, Merlin, Archimedes spielt er mit Sir Hector, Hexe Mim. Doch, den kenne ich, der ist so geil. Oh, wie nice. Ja, auf jeden Fall, den habe ich richtig. Ach, oh, Mann, Milli, der ist richtig schön. Ja. Das macht mich richtig happy, dass wir den zunächst mal. Ich habe auch richtig Bock, den mal wieder zu gucken, weil den habe ich wirklich ewig nicht mehr gesehen. Also da war ich wirklich noch ein kleiner Bursche, als ich den, glaube ich, das letzte Mal gesehen habe. Den habe ich auch viel geguckt. Also geil. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so dieselbe Zeit wie dieser Robin Hood Disney-Film, ne? So ungefähr. Ja, der kam sogar noch früher, also die Hexe und der Zauberer. Der ist jetzt hier von 63 und der Robin Hood. Den hätte ich eigentlich genommen, aber den gibt's leider nicht. Also ich habe ihn auf Disney Plus. Ja. Tatsächlich als Blu-ray auch liegen. Ah, witzig. Aber der ist auch so klasse. Das ist mein Lieblings-Disney-Film. Also das könnte sein, dass der auf jeden Fall die beiden, die wir jetzt hatten, schlagen könnte, weil das einfach von der Art Film her einfach. Ja, Robin Hood ist 10 Jahre älter noch, also der ist von 73 und Hexe und Zauberer von 63. Ja, aber es ist auf jeden Fall so die goldene Zeit von den Disney Zeichentrickfilmen. Oh mein Gott. Schönes Ding. Ich weiß nicht, also Jens, wenn du es jetzt noch mal sagen möchtest. Tschüss, Abschied. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte noch ganz kurz vorher noch mal sagen, bei Kritik oder Anregung mit der podcast@beidseits.de irgendwie schreiben. Und ansonsten kannst du jetzt noch mal, letztes Mal, tschüss sagen. Ich habe mich schon verabschiedet, Michi. Oh mein Gott. Finny, willst du noch... Tschüss. Tschüss. Oh Gott, was ist das für ein Ende? Oh Gott.